Und wir haben die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und der Anschlussstelle Schwerte von Freitagabend 20 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt in Fahrt Richtung Bremen, weil wir in diesem Abschnitt die Deckschicht erneuern müssen. Die alte Deckschicht war nicht mehr ausreichend von der Funktionalität her befahrbar, sodass hier ein Ersatz nötig war. Wir arbeiten hier in mehreren Schichten, das heißt also, es wird rund um die Uhr gearbeitet. Im ersten Schritt wird der alte Asphalt ausgefräst und im zweiten Schritt dann lagenweise wieder neu eingebaut. Wir sind jetzt hier zurzeit dabei, die Winterschicht einzubauen. Die Winterschicht hat eine Höhe, eine Stärke von knapp 8 cm. Auf diese Winterschicht kommt dann die Deckschicht. Die Deckschicht hat eine Dicke von 4 cm. Und mit den Arbeiten für die Deckschicht beginnen wir morgen früh oder am frühen Abend, sodass also morgen dann im Laufe des Tages die Deckschicht eingebaut wird. Die Deckschicht braucht dann noch eine Zeit, um auszukühlen. Wenn die Auskühlung erreicht ist, kann dann die Markierung aufgebracht werden und dann wird die Sperrung wieder aufgehoben. Und das Gleiche passiert am nächsten Wochenende dann nochmal? Genau, wir haben uns die Baustelle so eingetaktet, dass wir also die Hälfte des kompletten Querschnittes an diesem Wochenende bauen und die andere Hälfte in der nächsten Woche.